Oliver Pocher hat sich ein erfolgreiches Standbein als Comedian, Podcaster und TV-Entertainer aufgebaut. Doch träumt der 46-Jährige nun auch von einer Karriere als Trash-TV-Star. Das deutet er jetzt zumindest an und spricht außerdem von einer Teilnahme am Dschungelcamp. In seinem Podcast plaudert Oliver Pocher immer wieder interessante Details zu seinem Leben aus, sei es das Trennungsdrama zwischen ihm und Ex Amira oder seine Offensive gegen Bianca Tilatu. Wenn Olli ins Mikrofon spricht, ist es nie langweilig. So nun auch in einer neuen Folge von Die Pochers, frisch recycelt, als er im Gespräch mit Ex-Frau Sandy Maywölden über seinen Wunsch spricht, Reality-TV-Star zu werden. Oliver Pocher, geht er bald ins Sommerhaus? Ich würde super gerne mit Sandy mal bei Adam sucht Eva mitmachen, erzählt Oliver Pocher nun in seinem Podcast Die Pochers, frisch recycelt. Ein Wunsch, der für einiges an Verwunderung sorgt. Schließlich machte sich der Ex von Amira Pocher in der Vergangenheit reichlich über Promis lustig, die an Reality-Formaten teilnehmen. Doch Adam sucht Eva ist nicht das einzige Format, das sich der Comedian vorstellen kann. Auch an eine Teilnahme am Sommerhaus der Stars hat er seine Gedanken verschwendet. Gegenüber Ex-Frau Sandy Maywölden plaudert er über seinen Wunsch, egal in welcher Konstellation, da mal reinzugehen und in Bocholt mit den ganzen Super-Promis zu sitzen. Eine Teilnahme würde sich Oliver Pocher aber fürstlich bezahlen lassen, ehrlicherweise siebenstellig, dann würde ich es mir überlegen. Doch wie ernst meint es der 46-Jährige? Er verrät, ich bin zum Glück finanziell in der Situation, dass ich das nicht machen muss. Alles nur Spaß also. Ganz ausschließen will es der fünffache Vater jedoch nicht und plaudert gegenüber Sandy weiter. Wenn wirklich mal 5 bis 6 Jahre nichts mehr gehen würde und du wüsstest nicht, wie es weitergeht, dann ist so ein Dschungelcamp oder Promi Big Brother eine Möglichkeit. Und da würde ich eher Dschungelcamp machen, weil es sollen ja auch Leute sehen. Oliver Pocher zwischen Maden, Würmern und zeternden Mitcampern? Das wäre ein echter TV-Hammer. Doch die Fans von Oliver Pocher müssen sich noch etwas gedulden, wie er ebenfalls verrät, in den nächsten Jahren würde ich dem doch eine klare Absage erteilen.